Hallöchen, ich bin Anita vom Channel Anita Girlytainment und in diesem Video zeige ich dir, wie du diese super überdrüber gehypte Einhornschokolade von Rittersport einfach selber machen kannst. Los geht's! Und dafür brauchst du weiße Schokolade. Dunkle Schokolade kann man ja nicht richtig einfärben, deswegen benötigen wir weiße. Dann habe ich hier so eine Silikonform für Schokolade organisiert. Wo du die genau bekommst, verlinke ich dir jetzt in der Infobox bei Amazon. Oder gratis gibt es auch bei verschiedenen Verpackungen. Also wenn du zum Beispiel Kekse hast, könnte das sein, dass auch bei so Keksformen sowas dabei ist. Dann Glitzer, essbare Glitzer, wo du das bekommst. Meistens in Lebensmittelgeschäften oder den Link dazu auch jetzt in der Infobox. Und wir müssen die Schokolade auch irgendwie einfärben, damit wir halt eben auch die Farbe bekommen, damit sie der Rittersport Einhornschokolade am nächsten ist. Deswegen haben wir verschiedene Lebensmittelfarben. Das da zum Beispiel ist in rosa. Und los geht's. Wir müssen jetzt die Schokolade schmelzen. Deswegen nehmen wir jetzt einfach einen Topf mit Wasser und verkleinern jetzt mal so die Tafel Schokolade. Übrigens liebe ich weiße Schokolade. Ich esse nicht so viel Schokolade, weil das macht ziemlich dick. Aber wenn, dann am liebsten weiße Schokolade. Und dann machen wir so ein Wasserbad. Wenn du nicht so eine Schüssel hast, dann entweder machst du es in der Mikrowelle oder du nimmst dir so eine andere Schüssel, die du so reinstellen kannst. Nicht, dass dann Wasser reinkommt. Wichtig ist nur, dass sie das erhitzt, damit die Schokolade dann flüssig wird und wir dann aus dieser flüssigen Schokolade dann eine neue Form machen können und die dann schön einfärben. Für die oberste Schicht benötigen wir jetzt nur den Glitzer, noch keine Farbe. Dann nehmen wir einfach diesen essbaren Glitzer und schütten da einfach so viel rein, wo wir sagen, okay, passt, das ist jetzt okay. Und dann kommt das ganze Gemisch, was ich da jetzt noch vermenge, in diese Silikonform für Schokolade hinein. Da. Und füllen das hier einfach mal ein und wow, es war echt cool. Es war so ein netter Nachmittag, eine Freundin von mir hat mich dann auch besucht und sie hat es dann auch ausprobiert und es war echt lustig. Wichtig ist nur, dass du auch alle Ecken schön ausfüllst und dass es irgendwie so eben wie möglich ist und gleichmäßig aufgeteilt ist. Ist ein bisschen schwierig, aber wenn es auch ein bisschen durcheinander ist, ist auch egal. So, dann kommt das Ganze jetzt mal ganz kurz zum hart werden und Anführungszeichen ins Gefrierfach, in die Tiefkühltruhe und wir widmen uns der nächsten Schicht. Da einfach nochmal ein paar Schokoladenstückchen erwärmen, flüssig machen in diesem Wasserbad. Das war so eine gute Arbeit, also mir hat das echt Spaß gemacht, dieses Video zu machen. Und also ein bisschen umrühren, schaut das nicht super lecker aus. Die mittlere Schicht bei der Einhornschokolade ist ja rosa, deswegen brauchen wir jetzt die rosa Lebensmittelfarbe. Und da packst du einfach so viel Lebensmittelfarbe in rosa rein, wo du dann sagst, okay, das schaut ganz gut aus. Da haben wir ein bisschen mehr reingeben müssen. Und dann schaust du, okay, was kommt dieser Einhornschokolade am nächsten? Und dann packst du das Ganze dann auf die Schokolade, die du natürlich vorher aus dem Tiefkühlfach geholt hast. Muss jetzt ein bisschen hart werden. Boah, schaut das nicht super lecker aus? Sieht doch ein bisschen aus wie Erdbeereis, oder? Was ist so deine Lieblingseissorte? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Also ich esse am liebsten Erdbeereis oder Zitrone oder Mango finde ich auch voll gut. Und dieses Schlumpfeis, dieses blaue, esse ich auch total gerne. Schokoladeneis mag ich noch nicht so gerne. Okay, das Ganze nochmal ins Tiefgefrierfach, wollte ich fast sagen. Und jetzt mischen wir uns mit Blau und Rot die lila Farbe an, weil das diese am ganz unten. Mir ist da jetzt auch noch die rote Lebensmittelfarbe reingefallen. Ich habe mich dabei auch noch voll verbrannt. Das war so klar. Bei jedem Do-it-yourself-Video ist bei mir irgendwo ein Fail dabei. So, und wenn dann die Farbe für dich passt, irgendwie ist es dann sehr flüssig, aber ist auch okay, hat genauso gut funktioniert, dann packst du die lila Schicht dann noch über das rosarote drüber. Das noch auskühlen lassen oder du gibst es ins Gefrierfach, dann geht es schneller oder in den Kühlschrank und fertig ist es. Und das ist die Schokolade. Also sie ist jetzt hier noch in dieser Silikonhülle drinnen. Und ich werde sie jetzt ganz vorsichtig herausnehmen. Und mal schauen. Es ist halt ein bisschen gebogen und ein bisschen krumm, wie du siehst. Also nicht ganz gerade. Aber sie schaut schon sehr lecker aus, muss ich sagen. Wow, wow, wow. Und jetzt mache ich auch gleich mal den Geschmackstest. Schau mal, wie die auch wirklich schmeckt. Ich werde da jetzt einfach mal hier so eine Rippe einfach mal abbrechen. Schau mal, wie schön die ist. Also ich finde schon, dass sie schon sehr ähnlich aussieht wie die Rittersport-Schokolade. Also wir haben hier diese drei Schichten. Und jetzt mache ich mal den Geschmackstest. Mmh. Mmh. Oh, ist echt gut. Ist das lecker. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen,
Und es ist auch eine nette Idee, das eben zu Hause nachzumachen. So hast du ganz mega easy deine eigene Einhornschokolade. Ich muss jetzt ganz schnell aufhören, weil ich muss es schnell noch fertig essen. Ich habe übrigens noch ein Do-it-yourself-Video gemacht, wie du einen super leckeren Pferdekuchen auch selber machen kannst bei einer Pferdegeburtstagsfeier. Und super easy das Rezept für Pferdeleckerlis auch selber machen. Verlinke ich dir da jetzt auf der Seite. Kostenlos abonnieren nicht vergessen und stopp, bevor du gehst, unbedingt noch eine Bewertung da lassen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!